Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Nuviso zu einer weiteren Folge von Stoner Frank und Frei. Wir sind zurück aus unserer kleinen Sommerpause und heute geht es um ein Thema, was ich auch schon ganz lange auf dem Schirm habe, was in Deutschland auch noch weitgehend unbekannt ist. Das hat auch Gründe, da werden wir gleich drauf kommen. Es geht um die Fabian Society. So zum Einstieg, man kommt immer wieder auf diese Themen, so Überregulierung, in welcher Zeit wir eigentlich leben. So, ich habe letztens vor ein paar Tagen erst in der Zeitung gelesen und man könnte meinen, das ist nur Sommerloch, aber da war ein Bericht von einer CDU-Politikerin, das ist die Fraktionsvizechefin im Deutschen Bundestag, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, Konnemann heißt die, glaube ich, aber der Name ist auch gar nicht so entscheidend, es ist sozusagen die zweite Reihe von Politikern, aber um was es dort ging in diesem Zeitungsartikel ist, sie hatte vorgeschlagen, man muss das Thema Tätowierung muss jetzt mal politisch sich drum gekümmert werden. Ne? Und das hieß so, um die jungen Leute vor Entscheidungen zu schützen, die dann vielleicht ein Leben lang halten. Weißt du, bis 18 machst du da irgendwie ein Tattoo und mit irgendeinem Namen von der Freundin drauf und 2 Jahre später interessiert es nicht mehr. Um die Menschen davor zu schützen, hieß es, muss man jetzt so war die Regel von einem, die Rede von einem Tattoo-Gipfel und Regulierungen, Fristen, die man einhalten muss, Beratungsgespräche verbindlicher Art und so ein Haufen Bürokratie. Und ich meine, das ist nur ein kleines Thema, also es ist bestimmt nichts Weltbewegendes, aber es ist so beispielhaft, weil ich mir dann echt überlege, so, ist krass, wie kommt die denn überhaupt darauf? Ich meine, was für ein Eingriff ist denn das in die Privatsphäre von erwachsenen Menschen? Ich meine, wenn du erwachsen bist und volljährig bist, kannst du dich tätowieren, wie du willst. Das ist doch jedem seine Sache. Und natürlich gibt es dann vielleicht auch Entscheidungen, die du dann später bereust. Aber hey, das ist das Leben, oder? Ich meine, da fallen mir eine ganze Menge Dinge ein, wo ein erwachsener Mensch halt selbstständig entscheiden muss und dann halt die Konsequenzen annehmen muss. Und da fragt man sich, wie kommt es überhaupt, dass eine Politikerin sich da berufen fühlt, auf einmal sowas zu regulieren? Also woher kommt diese Regulierungswut? Und wenn ich mir darüber so Gedanken mache, dann kann man dort, wenn man sich eben mit sowas wie der Fabian Society beschäftigt, kann man erkennen, aus welcher Entwicklung das eigentlich rauskommt, was es da für eine lange Linie zurück gibt. Ja? Und das finde ich hochgradig spannend, denn diese Fabian-Gesellschaft, über die wir jetzt hier reden, die ist maßgeblich daran, an dieser Entwicklung, die wir die letzten gut 100 Jahre gesehen haben, die uns dazu geführt haben, wo wir heute stehen. Dass es für die Leute völlig selbstverständlich ist, dass alles Mögliche reguliert wird vom Staat und das aber keineswegs selbstverständlich ist und es nicht immer schon so war. Lass uns also über diese Fabian Society mal sprechen und uns die mal anschauen, weil, wie gesagt, die in Deutschland nicht so bekannt ist. Woran liegt das? Vor allem liegt es daran, dass die Fabian Society, und ich werde es auch immer englisch aussprechen, das ist eine englische Organisation. Und die hat vor allem ihre meiste Wirkung gehabt in dem angelsächsischen Bereich, USA, also England natürlich, USA, aber dann auch überall in der Welt, wo halt England Commonwealth ist und so. Und deswegen ist es bei uns in Kontinentaleuropa nicht ganz so präsent. Allerdings müssen wir sehen, spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, das wissen wir alle, bestimmt nun mal dieses angelsächsische Denken, die globalen Linien, also diese ganzen Sachen wie UNESCO, UNO, das ist ja alles aus diesem angelsächsischen rausgekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen seitdem ist die Fabian Society natürlich auch bei uns oder hat sehr großen Einfluss auch auf unser Leben, auf unseren Alltag, bis hin eben zu Sachen, wie, dass man jetzt sagt, man muss jetzt Regeln finden für wer sich wie, wann, wo tätowieren lässt. So. Ja, die Fabian Society, was sind das eigentlich für Leute? Das sind Marxisten. Ja, das ist, was sie selber sagen. Es sind Marxisten. Es sind englische Marxisten. Und die Fabian Society wurde gegründet in den 1880er Jahren in England. Und die Grundidee, was sie unterscheidet von den Marxisten, Kommunisten, die es halt in Kontinentaleuropa gab, die Fabianer haben von Anfang an nicht darauf vertraut, dass eine große Revolution den Sozialismus herbeiführt. Das ist der entscheidende Unterschied. Hier bei uns in Deutschland, da haben die gerade noch in der Zeit um den Ersten Weltkrieg rum und auch danach, wo es dann diese in Deutschland auch so eine Art Revolution gab, da war die Idee, in Deutschland, Frankreich und in Russland hat man es dann auch gemacht, durch eine Revolution sozusagen diesen Unterschied, also die alte Ordnung zu zerstören und diese neue zu etablieren, Sozialismus. Und die Fabianer haben von Anfang an gesagt, das wird in England nicht funktionieren.
Vielleicht, wahrscheinlich auch woanders nicht, weil in England ganz sicher nicht. Weil das waren Engländer und es sind auch alles Leute aus dieser viktorianischen Elite. Das sind diese Fabianer, das sind keine Arbeiterbewegung. Ja. Das sind Leute aus der Elite, aus der, der Upper Class. Und das ist in England sowieso noch viel stärker, traditionell auch als bei uns, dieses, diese Klassenunterschiede, dieses Klassendenken. Und für die ging es keineswegs darum, dass man jetzt echt eine Revolution von unten heraus macht und dann die Arbeiter irgendwie die Herrschaft übernehmen. Das ist nicht die Idee der Fabianer. Dennoch sind sie Marxisten. Im Sinne, dass sie eine Gesellschaftsform sehen, die sie herbeiführen wollen, die halt gleichschaltet. Also die halt eine Art Sozialismus ist, was ja nichts anderes ist, als dass alle irgendwo ihren, alles ist organisiert, alles hat seinen Platz, jeder hat seine Aufgabe und eine neue Gesellschaftsform. Das ist die Idee der Fabianer. Ja. Ich habe auch mal ein paar Bilder mitgebracht und das erste ist schon eigentlich wirklich ganz beeindruckend, denn das ist das alte Logo der Fabianer. Also das ist so aus dieser Gründungszeit, FS, Fabian Society und was wir hier sehen, ist ein Wolf im Schafspelz. Und ich meine, wenn man nur das anschaut, dann müsste einen schon irgendwo der Alarm erreichen, ein Wolf im Schafspelz. Das ist ja so, ein, so sprichwörtlich dieses unter falscher Flagge fahren, also sich tarnen. Ja? Und warum haben die es gemacht? Das waren intelligente Leute. Die haben genau gewusst, mit den Ideen, wo sie kommen, also was sie vorhaben, jetzt mit der Menschenmasse hier auf dieser Welt, das ist bestimmt nicht, was die Menschen dann willkommen heißen. Ja? Also muss man das irgendwie tarnen. Man muss sich wie ein Schaf aussehen, aber eigentlich ist es der Wolf. Aber wenn die Leute es gleich erkennen würden, das ist der Wolf, würden die wegrennen davor. Und das ist die Idee bei der Fabian Society. Die treten also nach außen anders auf, als sie eigentlich sind, als ihre eigentlichen Ziele sind. Die eigentlichen Ziele, da sprechen die gar nicht so offen drüber. Sie sprechen schon drüber, man kann die Dinge rausfinden. Deswegen all die Sachen, die ich euch heute erzähle, kann man rausrecherchieren. Aber grundsätzlich treten die anders auf, als sie eigentlich sind. Das, was sie eigentlich vorhaben, ist eben nicht im Interesse der einfachen Menschen, sondern es ist ein elitäres Konstrukt. Das ist, was es ist. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu dem Namen Fabian Society, weil der ist auch schon interessant, der sagt auch schon viel aus. Das beruft sich auf den römischen Feldherrn Fabian, der aus einer, das ist auch nur so am Rande ganz interessant, die Fabier, das ist eine von diesen römischen Bloodlines, also diese ganze sich selber sehr wichtig nehmenden Patrizierfamilien aus Rom, die ihre eigene Herkunft sogar irgendwie da in der Mythologie irgendwo verankert sehen. Also das geht dann bis zurück zum Trojanischen Krieg und so weiter. Also so altes römisches Geschlecht, die Fabianer. Und da ist dieser Fabian, wie heißt es nochmal, Cunctator wird er genannt, Fabian Cunctator. Und Cunctator, das heißt, oder auf Deutsch übersetzt, der Zögerer. Allerdings nicht im negativen Sinne, sondern dieser Fabian, der war römischer Feldherr zeitweise und hat in der Zeit der Punischen Kriege hat er gekämpft. Punischen Kriege, das war so diese Geschichte mit Rom gegen Karthago. Und ihr alle kennt noch diese Geschichte, was wir in der Schule mal gehört haben, wie Hannibal, der Heerführer der Karthager, da mit den Elefanten über die Alpen gekommen ist. Und dann auf einmal über den Norden her in Italien eingefallen ist und das ganze Römische Reich massivst bedroht hat. Und es hat nicht viel gefehlt und dieser Feldzug hätte Rom platt gemacht und wer weiß, wie die Geschichte gelaufen wäre. Aber als diese Situation eben war, also da kommen diese karthagischen Truppen, und fallen im Norden Italien ein. Das war natürlich überraschend für die Römer. Und sie hatten dort nicht so viele Legionen, um das aufzuhalten. Und der Kommandant von den wenigen Truppen, die es im Norden gab, das war dieser Fabian. Und der hat eine Taktik, eine Strategie entwickelt, die wir heute sowas nennen würden wie Abnutzungskampf, vielleicht schon so Guerillataktiken. Also er hat immer eine offene Konfrontation vermieden, weil da hätte er keine Chance gehabt, da hätte die Hannibal, was mit diesen Kriegselefanten, die hätten die platt gemacht. Aber sie haben sozusagen so eine Verzögerungstaktik gemacht. Sein Ziel war, nur diesen Marsch von Hannibal zu verlangsamen, damit im Rom, im Kernreich, genug Zeit ist, irgendwie andere Truppen ranzuholen, neu aufzustellen und so weiter, damit man dann stark genug ist, um dem entgegenzutreten. Seine Aufgabe war also, den zu verzögern. Und das hat er super erfolgreich gemacht. Immer nur so durch aus dem Hinterhalten heraus. Ja. Und wenn man das weiß und das weiß, dann hat man schon ganz viel Ahnung davon, von diesen Fabianern, auch von ihrem Selbstverständnis her. Es geht darum, einen Weg der kleinen Schritte zu gehen.
Das ist die fabianische Strategie. Die Strategie, die wir bei uns, also in Kontinentaleuropa, die Marxisten verfolgt haben, war Revolution. Alles auf eine Karte. Gucken, dass man die Arbeiterschaft mobilisiert und dann Klassenkampf und Revolution. Die Fabianer sind einen anderen Weg gegangen. Von Anfang an war deren Strategie eine graduelle Steigerung. Schrittweise vorangehen. Du machst einen Schritt voraus und dann guckst du mal. Wenn es nicht geht, kannst du auch mal wieder einen Schritt zurückgehen. Aber insgesamt kontinuierlich vorangehen, kontinuierlich in die Institutionen reingehen. Das heißt, auch diese Idee von Marsch der Institutionen, was wir eigentlich von den 68er kennen, dieses Prinzip ist schon viel älter. Das haben schon die Fabianer eingesetzt. Ja? Und es geht eben genau darum, so Schritt für Schritt die Gesellschaft zu verändern und so über Generationen hinweg. Diese Leute denken sehr langfristig, über Generationen hinweg, dann irgendwann ein sozialistisches Gesellschaftssystem zu etablieren, wo dann letzten Endes eben so individuelle Freiheiten einfach nicht mehr gefragt sind. Ja. Das ist die Idee der Fabianer, Step by Step. Das ist so wichtig, dass man das versteht, dieses Graduelle. Wenn man das versteht, dann hat man schon das meiste von den Fabianern verstanden. Ja, der Wolf im Schafpelz ist sozusagen das alte Logo. Sie haben dann auch irgendwann noch mal ein wenig modernisiert. Und dies hier ist das Logo. Okay, so modern schaut es gar nicht aus. Aber das ist das nächste Logo, was sie auch haben. Sie haben also zwei so Logi, wie auch immer. Zwei Logos, okay? Das ist das zweite, die Schildkröte. Die Turtle. Und das ist ihr Wahlspruch: When I strike hard. Und die Schildkröte symbolisiert genau das. Die ist nicht schnell. Die ist auf den ersten Blick keine Gefahr. Eine Schildkröte, was kann die schon tun? Aber die Schildkröte ist eben kontinuierlich geht sie voran. Du kannst sie auch nicht einfach wegschieben. Und wenn sie zuschlägt, so sagen die es dann halt hart. Das ist genau dieses, die kleinen Schritte gehen. Ein wunderbares Beispiel, was es aus unserer Zeit eben auch verdeutlicht, ist, was Jean-Claude Juncker gesagt hat. Kennt ihr alle hier, was ist eigentlich Luxemburger? So einer der wichtigsten Politiker in Europa, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten 20 Jahren, Jean-Claude Juncker. Und der hat das so mal ganz öffentlich gesagt. Der ist übrigens selber Fabianer. Also es ist kein Zufall, dass der das sagt. Und der hat öffentlich gesagt, irgendwas so, naja, wir verfolgen so eine Strategie, wir hauen halt mal was raus. Und dann schauen wir, wie ist die Reaktion in der Öffentlichkeit. Und wenn es so ein großen Aufschrei gibt und Leute dagegen demonstrieren und sagen, nein, das wollen wir nicht, okay, dann ziehen wir da wieder zurück und sagen, ja, wir überarbeiten das Ganze nochmal. Aber dann werden vielleicht Worte verändert und dann kommt es wieder neu. Super Beispiel für diese Strategie ist, sind zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten, wo das Ziel war, so diesen europäischen Staat zu formen. Denn das ist auch fabianische Strategie. Es geht immer darum, Staat zu stärken, Staat noch zentraler zu machen, noch mehr Herrschaft. Und da gab es ja diese Bestrebung, gibt es immer noch, diesen europäischen Superstaat zu schaffen. Und im Zuge dessen gab es doch mehrere Volksabstimmungen in Frankreich, in Irland, Dänemark war, glaube ich, noch dabei, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da ging es um diese Lissabonner Verträge. Und überall, wo eine Abstimmung gemacht wurde, hat das Volk das abgelehnt. Weil das Volk das eigentlich nicht will. Und dann haben wir gesagt, na gut, okay, dann heißt aber nicht, dass man dann sagt, wir respektieren den Willen des Volkes und ändern die Politik. Nein, sondern dann entwickelt man dort, schreibt man das Ganze ein bisschen um, gibt einen neuen Namen, macht ein neues Label drauf. Hey, jetzt ist was anderes für euch. Wollt ihr das vielleicht? Und ewig halten die Leute es dann nicht durch, dann immer wieder dagegen zu protestieren und dann, so kommen dann die Dinge durch. Das ist Fabian-Strategie. Schritt für Schritt. Wie dieses alte Beispiel, was ihr alle kennt hier mit dem Frosch in dem kochenden Wasser. So. Wenn du in den kochendes Wasser schmeißt, wow, dann springt er vielleicht sogar raus, kann sich retten, so, weil heiß und nicht so weg. Aber wenn du einen Frosch in einen Wassertopf tust und lässt ihn langsam heiß werden, dann kommt irgendwann der Punkt, wo er es nicht mehr checkt und wo es zu spät ist. Das ist genau die Strategie der Fabianer. Im Unterschied zu den, die wir in Deutschland so traditionell als Kommunisten kennen, die halt eine Revolution wollen. Die Fabianer machen diesen Schritt für Schritt. Es ist so spannend, sich das anzuschauen, wo diese Leute eigentlich herkommen. Wir sind im 19. Jahrhundert und diese Fabian Society wurde in England gegründet, wie gesagt, und sie ist eigentlich ein Offspring, wie sagt man da, rausgewachsen aus einer anderen Organisation, die nur wenig vorher gegründet wurde, ein oder zwei Jahre vorher. Und das ist auch ganz wichtig, denn diese Mutterorganisation, die hieß The Fellowship of the New Life.
Und allein, wenn ich das schon höre, und ihr kennt das ein oder andere, weil wir das schon gehabt haben, aber wenn ich das schon höre, Fellowship of New Life, da geht bei mir schon sowas auf, was hier, New Life? Brauchen wir ein neues Leben? Ist das alte Leben nicht gut genug so? Neues Leben kreieren. Ja, das sind so Dinge. Ich meine, okay, man könnte auch sagen, na, vielleicht geht es um einen neuen Lifestyle und so. Ja? Da werden wir noch drüber reden. Aber den Leuten geht es auch um ein neues Leben. Und das ist dieser faustische Trip aus dem 19. Jahrhundert, dem wir hier schon so oft begegnet sind. Als wir schon über UNESCO gesprochen haben und all diese Dinge. Es ist immer wieder dieser Wahn aus meiner Sicht, das ist eine Art Irrsinn. Dieses Überhebliche, man muss das Leben neu schaffen, dieser faustische Trip, dieser Frankenstein-Trip, weißt du, so wie es wirklich ist, reicht es nicht, sondern der Mensch überhöht sich und der Mensch schafft neues Leben. Also allein schon, wenn ich das höre, spüre ich schon, dass, wow, das ist so, dass diese Hybris kommt dann wieder zum Vorschein. Ja? Naja, das waren aus dieser Organisation, Fellowship of the New Life, hat sich dann nach ein oder zwei Jahren die Fabian Society rausgegründet, als der politische Arm von dieser anderen Organisation. Die Fabianer sind sozusagen nur der politische Arm von der Fellowship of the New Life. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. So, ja. Mitgliedschaft war bei beiden möglich. Manche waren jetzt nur, also nicht so in diesen Politikweg gegangen, aber die gehören eng zusammen. Ja. So, schauen wir uns mal an, was waren das eigentlich für Leute, die gegründet haben, diese Fabian Society. Die meisten Namen sind uns nicht so bekannt, aber ein bisschen was kann ich da doch dazu beitragen. Einfach nur mal zu gucken, wo kommt es her? Was ist da für ein geistiges Klima, wo das überhaupt rausgewachsen ist? 19. Jahrhundert. Das sind jetzt zwei Leute, die da stellvertretend mitgewirkt haben. Die waren von Anfang an dabei bei der Fellowship of the New Life und auch bei der Fabian Society. Das hier ist Havelock Ellis und seine Frau Edith. Frau in Anführungszeichen, werdet ihr gleich hören. Ich meine, das sind wirklich interessante Leute erstmal. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Schau, wenn ich jetzt über die Fabian Society spreche und so, und das ist wirklich düsterer Stuff aus meiner Sicht. Aber ich zeige jetzt nicht auf diese Leute und sage, hier, guck mal, das sind so die Ausgeburten des Bösen mit ihrer finsteren Kabale. Das glaube ich gar nicht mal. Diese Leute gibt es auch. Und ich will jetzt auch für die nicht die Hand ins Feuer legen. Ich weiß nicht, was die alle wirklich gemacht haben. Ja? Also ich bin da schon vorsichtig. Ich würde ihnen auf jeden Fall nicht meine Kinder anvertrauen. Das ist immer so. Ja? Hier kümmere dich mal ein Wochenende. Lieber nicht. Aber ich will jetzt auch eben nicht sagen, hier, guck, das sind alles die irgendwelche Finsterlinge, sondern es gibt diese Finsterlinge, die wirklich über Generationen die Kabale pflegen. Aber will ich jetzt gar nicht mal sagen, dass die das sind. Das sind halt in ihrer Zeit außergewöhnliche Menschen. Ich sag's mal so. Anders gesagt könnte man auch sagen, das sind halt Spinner. Okay, jetzt werde ich sagen, viele Leute sehen mich ja auch als Spinner. Und das, vielleicht haben sie auch recht in manchen Dingen. Das ist eine Frage der Perspektive so. Aber ich werde euch mal ein bisschen was über diese Leute erzählen und dann kommt es hoffentlich rüber, auf was ich hinaus will. Ja. Also das ist hier Havelock Ellis. Und der war in vielen Dingen ein Pionier in seiner Zeit weit voraus. 19. Jahrhundert, ich meine, das war echt ein prüde und sehr ordentlich und so weiter. Und Havelock Ellis war einer der ersten, wenn nicht sogar der erste überhaupt, der sich als Beruf, der ein Sexologe war. Ein Sexologe, ein Sexualwissenschaftler. Wir sind ja noch vor Freud und so. Ja. Und der hatte also sich mit Sexualität beschäftigt und auch damals schon mit Themen, die uns heute die ganze Zeit präsent kommen. Er war einer der Ersten, die so Beiträge geleistet haben in dem, was wir heute die Gender-Debatte nehmen. Der Erste, der so Ideen verbreitet hat, nachdem es vielleicht nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern mehrere. Der Erste, der so Zusammenhänge hergestellt hat, Homosexualität und so weiter. Also auch Sexualität mit Kindern oder Sexualität von Kindern, all diese Dinge so, die wir heute auch sehen und die viele Menschen zutiefst irritieren. Also was halt so diese Agenda ist, die gepusht wird. Das hatte der schon im 19. Jahrhundert. Interesting. Ja, find ich interessant. Ja. Und es ist auch, seine Frau ist auch dort, auch Pionierin. Die hatten keine Ehe, wie wir das verstehen. Ja, sondern das waren Leute, die waren total außerhalb von den Konventionen haben die gelebt. Seine Frau, die Edith Alistair, die Edith, die war bekennende Lesbe. Ihr Leben lang.
Und die hat während der Ehe offene Beziehungen gehabt mit diversen Frauen und so weiter. Und er hat das halt dann auch gleich wieder studiert und so weiter. Und das war kein Geheimnis, also das wussten die. Es ist sowieso direkt bizarr, wenn man sich überlegt, dass der Mann als einer der ersten Sexologen galt. Denn seine Frau Alice hat dann später eine Biografie geschrieben, My Life. Und dort hat sie berichtet, dass ihr Mann, dass der selber ein reiner Theoretiker war, was Sex angeht. Die hat nie Sex miteinander. Sie sowieso nicht mit ihm, weil sie war Lesbe. Sie hat Männer abgelehnt. Und er war, das steht in ihrer Biografie, bis Jungfrau, bis er 31 Jahre alt war. Also wo hat er überhaupt gar keinen Sex gehabt. Hat aber gleichzeitig schon der Experte in seiner Zeit und schreibt Bücher über Sex. Ich finde, das sagt schon ganz viel. Das ist ein Theoretiker. Und ich meine, gerade bei so einer Geschichte wie Sexualität, ich meine, der ist mit 31 noch Jungfrau. Die Freunde in dem Umfeld haben sich da auch schon drüber lustig gemacht. Und in dem Buch von ihr steht auch drin, dass er bis zu seinem 60. Lebensjahr impotent war. Das heißt, er hatte gar keinen Sex. Aber er ist der Sexologe. Und allein das zeigt es schon, das ist halt irgendwie nicht unbedingt ausgeglichen so. Aber gut, es wäre noch alles harmlos. Aber dieser Alice hat noch ein paar weitere, wirklich interessante Punkte so. Er war auch einer der Ersten, oder vielleicht der Erste, ich weiß nicht, ob es da vorher noch welche gibt. Aber er war einer der Ersten, der sich mit der psychedelischen Drogen beschäftigt hat. Auch das sehr interessant. Und wir haben ja auch diesen Zusammenhang schon gesehen, auch wenn wir uns so mit Laurel Canyon beschäftigen, was dann in den 60ern in USA abging, diesen Zusammenhang auch mit von Drogen hin zu Revolution, zu Gesellschaftsveränderung, bis hin zu MK-Ultra und diesen Geschichten. Und der war einer der Ersten. Noch im 19. Jahrhundert hat er im Eigenversuch Mescalin genommen, also so mexikanisch vom Peyote und solche Sachen. Und hat es auch nicht heimlich genommen, sondern hat darüber dann auch veröffentlicht. Der war der Erste, der sowas überhaupt beschrieben hat, der da ein Buch geschrieben hat. Und das finde ich auch sehr interessant, weil da gibt es dann auch Connection von ihm hin zu dem Dichter Yeats, der wiederum Mitglied war im Order of the Golden Dawn, Aleister Crowley. Und Aleister Crowley, das waren auch Leute, die schon in sehr frühen Phasen dann rumexperimentiert haben, eben auch mit psychoaktiven Substanzen, mit Drogen und diese Dinge verbunden haben. Drogen, Sexualität, Magie und so weiter. Und das spielt hier auch eine Rolle. Finde ich super interessant. Weil das muss man sich auch mal klar machen. Im 1900, da war sowas wie eine Drogenszene, gab es dort nicht. Oder wenn, da waren die verschwinden gering. Das waren wenige Leute und das waren alles Leute, die sich vielleicht auch untereinander kannten. Weil wir reden ja nicht von Arbeitern. Das ist viktorianische Elite. Das waren Leute, die hatten einfach Zeit. Wir kennen es noch heute so aus der Literatur 19. Jahrhundert, die ich auch gerne mag. Viele gerade in England, manche sind so kauzig, so schrullig irgendwie. Und das sind so Prototypen dafür. Könnte man auch noch hier ganz am Rande nur kleiner Film beziehungsweise auch Buchtipp, was mir selber ganz gut gefallen hat, der amerikanische Autor T.C. Boyle. T.C. Boyle heißt der, zeitgenössische Autor, ist jetzt am Start. Der hat, glaube ich, zwei Bücher geschrieben und die wurden auch beide verfilmt, glaube ich. Das eine, also er hat mehrere geschrieben, aber zwei, die hier in dem Kontext vielleicht interessant zu erwähnen sind. Das eine heißt Willkommen in Wellville und das andere heißt Dr. Sex. Und in beiden diesen Büchern, die spielen auch beide so um die Jahrhundertwende rum und da beschreibt er genau diese Szene, diese Leute, diese Sexualbesessenheit, auch die so mit Freud zu tun hatte, das im Therapeutischen und so weiter. Und gleichzeitig aber auch, wie absurd uns das heute erscheint, diese Schrulligkeit, diese Kauzigkeit. Das ist nur so am Rande. Ich meine, T.C. Boyle hat jetzt nichts über die Fabians geschrieben, aber eher um diesen Kontext, so was für ein Mindset wir damit zu tun haben. Ja, wie auch immer, also die Leute kannten sich, da bin ich mir sicher. So, es gab in London bestimmt nicht so eine große Drogenszene damals, wobei man sollte sich unterschätzen, selbst wo wir Literatur sind, selbst bei Sherlock Holmes wird das auch schon immer angedeutet und das ist ja auch Literatur aus dem 1900 und der hat auch schon immer da mit seinem Opium rumgemacht. Aber gerade sowas wie Mescalin oder sowas war extrem selten. Ne? Deswegen ist da auch schon der Verdacht da, dass die Connections hatten zueinander, dass die sich vielleicht sogar kannten. Ne? Und das finde ich auch so interessant, weil wenn wir das anschauen, das ist doch genau das, was wir heute in der Agenda sehen. Sexualität und dieses alles Sexualisieren und ein bisschen zu Frühsexualisierung von Kindern. All diese Dinge, die heute kommen von so großen Organisationen wie UNO, UNESCO, Agenda 20, wie ist es, 2010, 2020, ich kann ja gar nicht mehr Schritt halten bei all diesen Agenden. Überall kommen diese Themen und Fabian Society, die haben im 19. Jahrhundert sich damit beschäftigt.
Und das sind tatsächlich, das ist eine Kontinuität, wie wir hier gleich, oder wie ich versuche hier aufzuzeigen. Ja, was auch interessant ist, diese Fabian Society, also sind erstmal nur die zwei Leute, zum Beispiel, im Grunde sind es Freaks. Ganz ehrlich, das ist so, wenn ich damals gelebt hätte, im 1900, dann wären das wahrscheinlich bestimmt interessante Leute kennenzulernen. Das waren interessante Menschen. Die haben in ihrer Zeit out of the box gedacht. Ähnliches habe ich auch schon mal zum Beispiel über Helena Blavatsky gesagt. Bestimmt eine außergewöhnliche Frau, die in ihrem Jahrhundert so rumreist und so weiter. Interessante Leute wären bestimmt interessant, mal kennenzulernen. Das Problem ist bei diesen Leuten, dass sie nicht einfach im Privaten so ihr Leben mal anders gestalten. Weil die haben tatsächlich, das haben die auch gemacht, die haben dann auch in Kommunen gelebt. Das waren die ersten Kommunen, sowas wie WGs oder sowas, was heute gang und gäbe. Das haben die damals erste gemacht. Kommune, Fellowship House. Und einige Dinge sind auch wirklich interessant. Also ich meine, das sind jetzt nicht, wie gesagt, sind nicht einfach nur abgrundtief böse und die da alle fressen wollen oder sowas. Wolf im Schafpelz lässt natürlich schon aufgucken. Aber die haben auch interessante Sachen gemacht. Ganzheitlichen Lebensstil, da waren auch Vorgänger von Landbau, alternativen Landbau, mal rauskommen, also andere Denkweisen, die haben da wirklich gute Sachen oder interessante Sachen auch gemacht. Ja. Das Problem ist halt, dass die nicht das nur für sich gemacht haben im Privaten, sondern, und das ist jetzt meine eigene Einschätzung, weil sie halt aus diesen viktorianischen Eliten kamen, die haben so ein Elite-Denken. Und das ist bei der Fabian Society gerade deshalb noch krass, weil die halt dadurch, dass England diesen Commonwealth hat, haben die halt wirklich einen Einfluss auf die ganze Welt. Ja, kommen da nachher noch ein bisschen näher darauf zu sprechen. Aber das ist das Problem, dass diese Fabianer sich da nicht privat zurückziehen, sondern dass sie dann daraus, aus ihrem Trip, den ich ja jeden gönne, ich bin auch Individualist, ja, aber aus dem Trip, den die sind, da leiten die dann auf einmal Herrschaftsansprüche ab und leiten auf einmal Dogmen ab, die dann für alle Welt gelten, für alle Menschen und auch eben gerade für das einfache Volk. Weil diese Pyramidenform, dass sie oben an der Spitze stehen, das haben die nie aufgegeben. Für die, das waren Eliten. Ja. Und während ein paar Zitaten werden wir das noch genauer hinbekommen. Ja. Er hier zum Beispiel ist einer der bekanntesten Vertreter von der Fabian Society, mit eines ihrer bekanntesten Gesichter. Das ist George Bernard Shaw. Den kennen wir vielleicht auch nicht so sehr, aber in England oder im englischsprachigen Raum ist das eine ganz, ganz wichtige Figur. Das ist ein Dramatiker, ein Dichter, der hat Theaterstücke gemacht, der hat Theaterstücke aufgeführt, Schauspieler. Ein wirklich großartiger Rhetoriker, ein Mann des Worts. Und der war wie so eine Art Flaggschiff auch von der Fabian Society, weil der auch schon in seiner Zeit halt sehr, sehr anerkannter Mann war, hochintelligent und so weiter. Und es ist auch heute noch so, dass George Bernard Shaw, weil er eben ein Mann des guten Worts war, kommt es immer wieder vor, so auf Facebook oder sonst irgendwo, weißt du, dass Leute so ein schönes Bonmot mal von George Bernard Shaw einbringen, weil der hat immer schöne Sätze gesagt, so. Aber da gehen, bei mir wird es immer gleich gruselig, weil ich denke, George Bernard Shaw, Leute, ey. Wisst ihr eigentlich, wer das ist? Habt ihr euch das mal genauer angeguckt, was das für ein Typ ist und so? Ich meine, okay, der hat bestimmt auch interessante Sachen gesagt und vielleicht auch ein paar schöne Theaterstücke geschrieben. Das kann ich nicht beurteilen, habe ich auch nicht gelesen. So. Aber der Mann ist tief in dieser Fabian Society Gesellschaft verbunden. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, was auch ganz wichtig ist zu verstehen, was schon immer Teil der Agenda der Fabianer war. Und das ist Eugenik. Eugenik. Und wir haben über Eugenik hier schon gesprochen. Wir haben schon diese Zusammenhänge aufgedeckt, gerade in England. Hier erinnert euch, und wenn nicht, dann schaut euch das nochmal an. Diese Familienverbindungen, die es gibt von Aldous Huxley, also von der Huxley-Familie, Julian Huxley, Gründer von UNESCO, über Galton und bis hin zu Darwin, dass es da so Familienbande gibt. Und die haben alle mit Eugenik auch zu tun. Ja, Julian Huxley hat ja schon geschrieben, diese ganze UNESCO wurde gegründet aus diesem Eugenik-Hintergedanken. Nur auch da wieder, man nennt es heute nicht mehr Eugenik, weil seit dem Zweiten Weltkrieg oder dort, was die Nationalsozialisten in Deutschland gemacht haben, da hat dann Eugenik, weil die Eugenik einfach doch gezogen. Kraft ihrer Autorität, hey, wir haben jetzt hier totaler Staat, wir machen das jetzt einfach. Und genau das, was eigentlich so Fabianer auch vorschlagen. Und da hat halt dann das Wort Eugenik auf einmal so einen schlechten Klang bekommen. Also muss man es dann umnennen. Jetzt nennen wir es halt Transhumanismus oder so. Ja, das ist eine Erfindung von Julian Huxley, das ist kein Witz. Und der hat es genauso erkannt. Das ist die Wolf-im-Schafpelz-Taktik.
Ah, du kannst den Leuten das nicht so offen ins Gesicht sagen. Hey, wir machen Eugenik mit euch. Und vielleicht genau du, der da zuhörst, du wirst vielleicht für zu leicht gewogen. Ja? Vielleicht passt du nicht. Bei Leuten wie wir, ich wäre mir da nicht sicher, wenn ein George Bernard Shaw seinen Maßstab an mich anlegt, ob ich dem gerecht werde. Oder ob ich nicht dann auch zum überflüssigen Leben zähle. Das ist eine gefährliche Geschichte mit dieser Eugenik. Und auch der Typ, den ich vorher hatte, das habe ich noch ganz vergessen, der Alice, also der Mescalin-Freak und Sexologe, auch der war sein Leben lang Eugeniker und hatte auch teilweise Ämter inne bei diesen bei der Eugenic Society, English Eugenic Society und so weiter. Also der war ranghoch, der war da vernetzt. Das war jetzt nicht nur, dass er das gut fand, der hat dafür gearbeitet, für Eugenik, sein Leben lang auch. Das ist eng verbunden mit der Fabian Society, diese Eugenik-Programme. Und wie weit die da bereit waren zu gehen, gerade wo wir bei George Bernard Shaw sind, das zeigen so ein paar Zitate. Ich habe jetzt mal ein bisschen was mitgebracht von ihm selbst, aus seinem Munde. Gibt es auch sogar so frühe Filmaufnahmen, wo man ihn reden hören kann auf YouTube. Die wollte ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil die sind wirklich schwer zu verstehen. Und ich habe sie zwar hier auch nur auf Englisch, aber ich lese es euch mal vor und dann kann man es so ein bisschen übersetzen. So. Zum Beispiel sowas hier, George Bernard Shaw, Zitat. Socialism means equality of income or nothing. Under socialism, you would not be allowed to be poor. You would be forcibly fed, clothed, lodged, taught and employed, whether you like it or not. If it were discovered that you had not character enough to be worth all this trouble, you might possibly be executed in a kindly manner. But whilst you were permitted to live, you have to live well. Müssen wir so frei übersetzen, also er sagt, Sozialismus, und nur darum geht's. Fabianer wollen Sozialismus. Das ist Sozialismus und Kommunismus. Also Sozialismus ist die Vorstufe zum Kommunismus. Das sind Ideologien. Ne? Erinnert euch, die Sowjetunion war auch kein Kommunismus. Das sagt man nur so dahin. Das war Sowjet, das war eine Räterepublik. Das ist sozialistische Räterepublik. Ja? Sozialistische Republiken waren das. Das war immer noch nicht Kommunismus, das war noch die Vorstufe. So. Also George Bernard Shaw und die Fabianer, die streben Sozialismus an. Ne? Und er meint, und er definiert das, was ist das Sozialismus? Und er sagt, Sozialismus heißt Gleichheit des Einkommens oder gar nichts. Das ist das Kernding, Gleichheit. Unter Sozialismus würdest dir nicht erlaubt sein, arm zu sein. Du darfst gar nicht arm sein. Du darfst auch nicht unter das Einkommen, alle müssen gleich sein. Du darfst da nicht runterfallen. Dann wärst du asozial. Da kommt genau der Begriff her. Asozial, du bist gegen die Gesellschaft. Und so schreibt er es. Du würdest gezwungen und gezwungen werden und sogar mit Gewalt gezwungen werden, dass du was isst, dass du ordentlich angezogen bist, dass du Wohnraum hast, dass du eine Bildung hast und eine Anstellung. Und ob du das magst oder nicht, spielt keine Rolle. Du wirst gezwungen dafür. Du, wenn im Sozialismus, musst du diesen sozialistischen Lebensstil leben. Das Punkt. Und wenn man rausfindet, sagt er jetzt immer noch, ich bin immer noch bei seinem Zitat, if it were discovered, wenn man entdeckt, dass du aber keinen Charakter hast, der es wert ist, all diesen Aufwand für dich zu betreiben, dann ist es gut möglich, dass man dich dann exekutiert, dass man dich hinrichtet. Aber auf eine nette Art und Weise. Weil wir sind ja keine Unmenschen, Sozialisten so. Ja? Und aber wenn dir erlaubt wird, dass du leben darfst, dann nur, dass du auch ein gutes Leben führst. Das ist das erste Zitat. Das ist irritierend. Das ist jetzt nicht per se böse. Das ist jetzt nicht jemand, der alle niedermachen will. Aber ich meine, was er da sagt und in voller Konsequenz, ist es halt echt krass. Ich meine, zum einen ist es, was ist das für eine riesen Anmaßung? Wer entscheidet es denn, was lebenswert ist und was nicht? Wer entscheidet denn, ob du den richtigen Charakter hast? Was ist denn der richtige Charakter? Vielleicht ist mein Charakter eben auch schon nicht richtig. Ich bin Individualist. Ich bin auch Freak. Und es gibt viele Dinge, die ich mache, die vielleicht anderen irgendwie was nicht verstehen oder sowas. Aber hey, leben und leben lassen. Also ich lasse auch anderen hier Ruhe. Aber ich kann mich nicht einbringen in ein sozialistisches Kollektiv. Ja, ich bin immer da irgendwo, versuche meinen eigenen Weg zu gehen. Und das auch nicht aus irgendeiner Trotzigkeit oder weil ich gegen alle Menschen bin oder einen Menschen hasse, sondern einfach aus Individualist. Ich gehe halt meinen Weg. Ja, so what? Ich meine, und das kann ich allen anderen auch nur raten. So geh halt deinen Weg so. Sozialismus ist das andere. Da heißt, du hast keinen eigenen Weg. Du wirst gezwungen, diesen einen Weg zu gehen, der dir vorgeschrieben wird. Und wenn du den verlässt, dann wird über dich Gericht gehalten.
Und es kann sein, dass das Gericht zum Schluss kommt, hey, der ist vielleicht, der bringt der Gesellschaft nichts. Nein, das ist vielleicht sogar ein Schädling. Der muss ausgemerzt werden. Nicht nur, dass einer, der jetzt die ganze Zeit nichts arbeitet, sondern vielleicht ist es sogar jemand so wie ich, der die Jugend verdirbt, indem er denen irgendwelche anderen Gedanken gibt oder auf dumme Gedanken bringt. Fernab von dieser sozialistischen Gleichschaltung, die natürlich auch im Kopf ist. Leute werden dort ausgemustert werden. Das ist das Eugenikprogramm. Ja? Das ist genau die Idee. Jetzt richtig krass ist, wenn man das weiterverfolgt und das, diesen Gedanken, weil er redet dann echt von Hinrichtung, wortwörtlich. Es geht hier weiter. Nochmal Zitat von George Bernard Shaw. The only fundamental and possible socialism is the socialization of the selective breeding of man. Das ist direkt Eugenik. Das heißt, so wie der einzige fundamentale, also echte und auch der einzig mögliche Sozialismus ist, indem man schon die Menschen dazu erzieht, dass man nicht einfach wahllos sich vermehrt, sondern dass Menschen gezüchtet werden. The new life, the new man. Der alte ist nicht gut genug. Und er geht dann tatsächlich so weit, George Bernard Shaw, dass er, und das ist wirklich unheimlich, wenn man das überlegt, auch in den Zeithorizont, er geht dann tatsächlich so weit, dass er sagt, es bräuchte so etwas wie eine Todeskammer, eine Lethal Chamber. Wow, jetzt kriegt man langsam Gänsehaut hier. Aber es geht noch weiter hier, weil es ist wirklich krass, wie er das hier antizipiert hat. Zitat wieder von ihm. Und jetzt spitzt die Ohren, das ist wirklich, das muss man gehört haben, ey, man weiß, wer George Bernard Shaw ist. I appeal to the chemists to discover a human gas that will kill instantly and painlessly. In short, a gentlemanly gas. Deadly by all means, but humane, not cruel. Ey, das ist wirklich unheimlich. Also er sagt hier wirklich, ich vertraue den Chemikern oder ich appelliere an die Chemiker, dass sie ein Gas entdecken. Ein Gas. Ein humanes Gas. Das sagt er wortwörtlich, ein humanes Gas, das sofort tötet, ohne Schmerzen tötet, sofort. Aber eben in einer Gentleman-Art. So schreibt er es wortwörtlich. In einer Gentleman-Art zu töten. Ein Gas, was absolut tödlich ist und was keine Zweifel lässt. Eine humane, nicht grausame Art zu töten. Das ist, was er schon fordert. Er hofft darauf, dass die Chemie ihm da hilft. Er redet praktisch, und das ist Zitat, das ist weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Also aber er antizipiert sozusagen dieses Phänomen, hey, lass uns sowas wie eine Gaskammer entwickeln, um dann Leute dort serienmäßig irgendwie loszuwerden. Aber auf eine humane Art. Weil man ist ja, wir sind ja Humanisten so. Aber ich meine, das ist wirklich krass, oder? Gerade wenn wir jetzt wissen, so wie sich dann die Geschichte im 20. Jahrhundert entwickelt hat und eine Geschichte mit großen Kriegen und so vielen Verbrechen, Zweiter Weltkrieg, aber das sind nicht die einzigen. Ich meine, es geht schon zurück auf die Lager, die Engländer in den Burenkriegen hatten und es müssen so viele Dinge einfallen. China, was allein in Asien passiert ist und so weiter, aber natürlich auch Deutschland. Und überall geht es darum, dieses Aussortieren, was ist lebenswert, was ist lebensunrecht. Und ich meine, der Typ antizipiert das, der fordert das förmlich. Der sagt, es ist ein Appell an die Wissenschaftler, Leute, stellt uns sowas zur Verfügung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ernsthafter Stuff. Das ist absolut ernster Kram, was jetzt hier von Leuten wie George Bernard Shaw kommt. Und wie gesagt, das ist nicht irgendeiner, sondern der gehört zu den, der ist vielleicht das wichtigste Gesicht von der Fabian Society. Und das ist ihre Agenda. Und die ist bis heute noch da. Das ist das Ding, warum ich dem so viel Zeit gebe. Das ist bis heute noch da, diese Agenda. Das hat sich nicht geändert. Das ist der Wolf im Schafspelz. Sie sagen das den Leuten nicht so offen. Oder, ich meine, der hat jetzt da diese Zitate, diesen Beleg da, aber da hat er auch nicht zu den Massen gesprochen, vielleicht im kleinen Kreis so, unter uns. Ja. Aber das ist immer, was es eigentlich geht. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich finster. Das hier ist auch richtig, richtig interessant und sagt ganz, ganz viel aus über die Fabians. Das hat auch zu tun mit George Bernard Shaw, der hier übrigens auch ein Bild ist, dieser Herr hier, das ist George Bernard Shaw.
Das ist das sogenannte Fabian Window, das Fabian-Fenster. Das ist heute zu finden in einer Bibliothek in der London School of Economics. Und dieses Bild ist direkt in Auftrag gegeben worden von George Bernard Shaw. Das heißt, es ist sein Design. Es gab da eine Künstlerin, die hat das gemacht, aber er hat das Design gepflegt. Und das ist super interessant, wenn man sich das mal anschaut. Die Leute, die wir sehen, das sind so die wichtigsten in der Fabian Society. George Bernard Shaw und der andere ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ist auch eigentlich nicht so wichtig. Aber was machen die? Sie schmieden hier. Sie haben einen Amboss stehen, einen Hammer, das ist ein großer Blasebalg. Ja. Das ist eine Schmiede. Und sie schmieden die Erde. Das ist unsere Erde. Und sie schmieden sie, und da oben steht es auch irgendwie so, es geht darum, diese Welt zu schmieden und dann neu zu gestalten. Nach ihren Vorstellungen. Das ist, was sie machen. Das ist die Idee von der Fabian Society. Und um etwas zu schmieden, musst du das, was du schmiedest, die Materie, musst du extrem erhitzen. Die muss zum Glühen gebracht werden. Denn erst wenn etwas glüht, kannst du es dann formen. Das ist, wie es der Schmied weiß. Und die Leute machen genau das Gleiche mit dieser Welt. Sie bringen diese Welt zum Glühen, um sie dann, wenn sie fast am Brennen ist, um sie dann eben neu gestalten zu können. Leute, wenn wir das verstehen, dann schauen wir jetzt mal rum, was auf der Welt passiert. Das ist genau das. Es wird so viel Unruhe kreiert, diese Welt wird in Brand gesetzt, sie wird heiß gemacht, Probleme überall so, damit du dann ordentlich mit dem Hammer draufgehen kannst und wirklich was verändern kannst. Klingt in sich logisch. Nur, was heißt das für uns? Wir sind die Kinder hier auf der Welt, weißt du? Wir sind nicht die den Hammer hier in der Hand haben und schmieden. Ich will das auch gar nicht. Ich will nicht, dass jemand diese Welt schmiedet. Ich vertraue auf diese Welt, weißt du, und auf das Leben und wie das ist, sondern lass es doch eher mal frei, als dass du da drauf haust und es zum Glühen bringst und dann irgendwie veränderst und dann, ob da am Ende was Besseres rauskommt. Also ich glaub's nicht. Aber das ist, versteht ihr, die schmieden uns. Wir sind die Welt. Wir sind nicht die Fabians. Für uns ist da auch kein Platz. Versteht ihr? Das ist, wir gehören zu denen, an uns wird dann dieser Maßstab angesetzt. Und wie auch immer der ist, der mag doch verschieden sein. Es gibt dann bestimmt, wenn du im stalinistischen Russland gelebt hast, waren vielleicht ein paar Maßstäbe anders, als wenn du im Hitler-Deutschland gelebt hast. Aber es ist letztens dasselbe. Es ist ein Sozialismus, ein Gruppendruck. Du musst dich so verhalten wie die anderen, wer da irgendwie ausschert. Sei es, weil er zu faul ist zum Arbeiten, sei es, weil er kriminell ist, oder sei es einfach, weil er Individualist ist, weil er Freigeist ist oder weil er an eine Religion zugehört, einen Glauben hat oder was auch immer, irgendwas Individuelles, dann weg damit. Das ist deren Idee. Dann, wir werden geschmiedet, der Mensch wird geschmiedet und die Erde. Das ist was jetzt zum Ausdruck kommt. So. Und wie gesagt, das ist direkt das Design von George Bernard Shaw. Das Ganze hat dann gleichzeitig ja auch erinnert es ja an so ein Kirchenfenster, mit diesem, wie so ein Butzenglas. Ja? So sieht es doch aus. Und auch das hat auch eben diese religiös-okkulte Dimension. Hier unten sind dann noch einige bekannte frühe Mitglieder der Fabian Society. Und da finden sich auch wirklich, wirklich spannende Namen. Zum Beispiel ein bekannter Fabianer war der Schriftsteller H.G. Wells. Und kennt ihr bestimmt, habt ihr schon mal gesehen, den Film Die Zeitmaschine. Das Buch ist von H.G. Wells und dann gibt es auch diesen Film. Und beides ist zu empfehlen auch. Aber da sieht man auch genau die Dinge. Und wenn du das jetzt eben weißt, woher das kommt, Fabian Society, dann ist es da auch so. Hey, früher habe ich immer gedacht, wow, jemand wie dieser Wells, ist krass, wie der das so antizipiert. Hey, so könnte sich vielleicht die Gesellschaft entwickeln. Und passt auf, Leute. Also habe ich eben früher auch bei Aldous Huxley gedacht, schöne neue Welt und sowas. Wow, wie die Dichter das so sehen. So. Aber mittlerweile weiß ich, diese Leute hatten einfach ein paar bessere Informationen als wir. Sie beschreiben das Programme, die es wirklich gibt. Und wenn du dir Zeitmaschine anguckst, dann auch wie dort dann in ferner Zukunft, welche bizarre Gesellschaftsordnung dort herrscht. Es ist eine bizarrer Kollektivismus und dann auch die Hauptfigur halt dort dann echt in Probleme kommt, weil er halt ein Mensch ist, ein Mensch, der auch ein Individuum ist. Dann zeigt es schon, sagt es einiges. Ja? Also eben hier der H.G. Wells war da dabei und ist hier auch unten irgendwo einer von denen, ich weiß nicht genau welcher. Weitere interessant, auch super wichtig zu erwähnen, einer von diesen frühen Figuren, sowohl bei der Fabian Society als auch bei dieser Fellowship of the New Life, war auch Annie Besant. Und eine von denen ist hier auch Annie Besant, aber ich weiß nicht genau wer. Annie Besant, nur so viel,
Die war bei der Theosophischen Gesellschaft. Theosophisch, das ist die Organisation, die von Madame Blavatsky, glaube ich, ins Leben gerufen wurde. Und da war Annie Besant auch dabei. Annie Besant war diejenige, die dann Krishnamurti in Indien entdeckt hat, den blutjungen Krishnamurti, den dann in die westliche Welt geholt hat. Ich glaube, nach Amerika war es damals, nach Chicago, zu diesem Weltkongress der Religionen. Überall hörst du schon diesen Anspruch. Es geht nicht nur darum, dass die ihr eigenes Leben ordnen oder leben, wie sie wollen. Nein, Weltreligion, weißt du, alles wird neu gemacht, New Life. Und haben sie diesen Krishnamurti, das war die Annie Besant, die hat den rangeholt, als ein Maitreya, eine Art Messias-Figur, sein neuer Weltenlehrer, ein Weltenführer, der dann eben die Menschheit führen soll, spirituell ins New Life und so. Und diese ist eine interessante Geschichte, könnte man auch mal viel mehr darüber sprechen, aber diese Krishnamurti hat sich dann, wo er ganz jung war, hat das dann irgendwann gecheckt, so, dass er da eingespannt wird in einen Karren, hat sich da losgelöst und hat dann gesagt, hey, weißt du, was leckt mich? Und hat sich von dieser theosophischen Gesellschaft dann verabschiedet und hat dann in Indien oder auch sonst wo auf der Welt so auch rumgereist und dann sein eigenes Ding gemacht. Ja. Das ist super wichtig, weil eben auch Annie Besant ist eine wichtige Figur. Sie stellt sozusagen ein Bindeglied dar von dieser Fabian Society und diesen Kreisen hin in das, was wir okkulte Kreise nennen. Was auch im 1900 eine große Rolle gespielt hat. Ihr wisst schon, die Spiritisten und all diese Sachen. Und deren Einfluss auch nach wie vor auf unser Denken, unser Weltbild, das ist riesig. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wenn ihr euch erinnert, im Zusammenhang mit dem Alien-Mythos zum Beispiel. Das ist genau das Gleiche. Und das ist sozusagen die politische Fraktion davon. Aber die hatten auch diese Connections rein. Annie Besant, das war eine Okkultistin. Und wie gesagt, eigentlich all die Leute, die dort in der Frühzeit waren, das waren alles, naja, kauzige Leute. Könnt ihr uns mal harmlos sagen, ja. Hier übrigens sehen wir auch nochmal das Logo, ja, nochmal Wolfs im Schafpelz, ja. Ja, aber das ist wirklich super wichtig, dieses Fenster sollte man echt sehen, da ist alles drin. Im Grunde genommen kann man es da erkennen, ich meine, sie schmieden diese Welt. Das ist das Entscheidende, was man da verstehen muss. Ja, ich hatte schon gesagt, das ist dieses Fenster, das kann man heute noch anschauen, das ist heute in der London School of Economics. Und die London School of Economics, hier mal ein Bild davon, das ist eine der renommiertesten Hochschulen auf der Welt, wenn du Wirtschaft studieren willst. Die wurde direkt gegründet von den Fabianern. Das ist reine Fabian, also eine Privatschule der Fabianer, kannst du sagen. Der englische Staat hat da nichts damit zu tun. Die Fabianer haben die gegründet. Der Alice, von dem ich euch vorher erzählt habe, der ist Gründungsmitglied von dieser Schule. Ich meine, interessant, was wird da wohl gelehrt? Naja, und diese Schule ist halt so das Zentrum von fabianischer Pädagogik, Hochschulpädagogik. Denn das ist das Entscheidende. Jetzt auch wieder die Fabianer, okay, sie haben diese Strategie der kleinen Schritte und so weiter. Und wir wissen, wo sie hinwollen. Sie wollen die Welt schmieden und haben diesen Weltherrschaftstrip, diesen faustischen Trip. Aber wie kommen die dahin? Kleine Schritte, haben sie gesagt. Und ihre Strategie ist, über die Jugend zu gehen, über die Bildung. Das ist genau der Ansatz. Deswegen haben die von Anfang an großen Wert darauf gelegt, eben, die haben nicht zu den Arbeitern gesprochen. Versteht ihr? Die Arbeiter waren ihnen total egal. Die sind an die jungen Eliten heran, um die jungen Eliten in ihrem Sinne zu erziehen und in eine Richtung zu stoßen. Arbeiter haben gar keine Rolle gespielt. So. Und da hatten die halt schon von Anfang an halt sehr, sehr viele so öffentliche Lectures, also Kurse und haben waren an Universitäten aktiv, haben dann eben gleich ihre eigene Universität gegründet, um dort dann wiederum Lehrer auszubilden, sodass du es dann ins ganze Land trägst, bis in die Schulen rein und tatsächlich auch in alle Welt. Was ist bis heute noch so? Wenn du an dieser Schule studierst, London School of Economics, und dort ein Abschlusszeugnis hast, dann steht dir so eine Karriere offen auf diesen globalisierenden, da sind die Wege vorbereitet. Und da gibt es auch viele Leute, das sind gar keine Engländer, die kommen aus dritten Weltländern, studieren dort und gehen dann zurück in ihr Land, um dann dort die Wirtschaftspolitik vor allem durchzusetzen im fabianischen Sinne. Da gibt es super Beispiele dafür, also man könnte ganz viele finden. Nummer eins, was ich so raushau, Indien, Präsident Nehru, das ist einer der ersten nach der indischen Unabhängigkeit. Ja, Nehru ist ein 100% Fabianer, also der war als junger Mann genau dort, der wird dann dort indoktriniert, kommt dann zurück auf ein Land mit über 1 Milliarde Menschen, okay, damals waren es vielleicht ein bisschen weniger, aber kommt dann an und sagt, na okay, wie reagieren wir dieses Riesenvolk mit diesen fabianischen Gedanken? Das Volk zählt nichts.
sondern man baut halt seine Herrschaft auf. Und fabianische Wirtschaft heißt halt marxistische Wirtschaftslehre. Und mit einem starken Staat. Und darum hast du halt dann in Indien, kann man ja sehen, weißt du, wie unglaublich viel Einfluss der Staat hat auf alle Dinge, so Bauprojekte und so weiter, alles. Das ist, und was mir auch in Indien da voll aufgefallen ist, wie dann eben so dieses alte Indien, dieses Tradition, haben wir ja schon drüber gesprochen, Indien ist eigentlich das konservativste Land der Welt, wie das wirklich konfrontiert wird mit dieser Moderne, das ist krass in Indien. Das ist wirklich, das kannst du dort jeden Tag erleben, wieder diese Phänomene aufeinanderprallen. Zum einen so uralte Ordnung und zum anderen dann so moderne Ideologien, liberal, diese Wahn, wie es aufeinanderprallt. Und das kann jeder sehen in Indien. Und zurück geht das eben auf diese Ideen. Und das ist in so vielen Ländern so. Gerade durch diesen Commonwealth hat halt England auch echt den Einfluss in alle Welt. Diese Fabianer, das muss man auch sagen, die waren immer auch Elitäre. Die waren immer auch für diese Entente, für das britische Empire. Die haben zwar dann, also in ihrer Gründungszeit, muss man vielleicht doch noch genauer sagen, in ihrer Gründungszeit waren die für das Empire. Weil sie das Empire gesehen haben, obwohl es natürlich die Queen, was hat die Queen mit Sozialismus zu tun? Eigentlich nichts. Ja? Aber sie haben gesehen, durch dieses britische Empire, das ist wie ein Fahrzeug, mit dem wir diese fabianische Art von Sozialismus in die ganze Welt bringen können. Das ist es. Sie haben dann später, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dann auch wiederum aktiv damit dahin gewirkt, dieses Empire aufzulösen, also an der Unabhängigkeit von Ländern, aber nur, weil es ihnen halt auch dann in den Kram gepasst hat und weil sie halt dann eben wie beispielsweise Nehru schon in den Ländern ihre Leute schon am Start hatten. Ne? Aber gerade so in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg waren die ganz klar auf Empire-Linie. Das waren keine Rebellen, das ist es. Das waren elitäre britische Familien, das sind keine Rebellen oder sowas, sondern die waren auch von Anfang an auch für diese Entente, also dieses Bündnis gegen Mitteleuropa und so weiter, das war immer deren Linie, das haben die nie angezweifelt. So. Ja, London School of Economics, ja, das wissen wir heute die wenigsten. Man denkt sich immer, das ist so die Elite von Wirtschaftswissenschaften. Leute, das ist Sozialismus. Ey, ganz genauso hättest du da in den 80ern in Moskau studieren können. Kriegst du wirtschaftlich nicht viel anders gelehrt. Vielleicht wissen wir anders verpackt. Man nennt es nicht Kommunismus, Wolf im Schafpelz. Aber es ist deren Universität. Ja. Diese ganzen Ideen von, man könnte da viel tiefer reingehen, aber für heute will ich das gar nicht mehr machen. Also die ganzen Ideen wie Keynes und so weiter, weißt du, den Staat stärken. Es geht immer, bei den Fabianern geht es immer darum, den Staat zu stärken. Das ist das Wichtigste für sie. Der Staat muss so stark werden, damit er eben dann irgendwann die Möglichkeit hat, selbst in die letzten privaten Winkel des Lebens einzugreifen, mit dem Großziel eben dann Eugenik zu betreiben. Also klare Zucht und Auslese und du nicht, hier weg und der wird vermehrt. Deswegen, und um das durchzusetzen, brauchst du halt eine Autorität, einen starken Staat. Deswegen ist deren, auch wirtschaftlich geht immer alles darum, den Staat zu stärken. Weißt du? Also wie bei Keynes. In wirtschaftlich schweren Zeiten muss der Staat dann so viel Kohle reinstecken, dass wir sagen, das geht immer Staat. Das ist um was es bei denen geht. Kollektivismus könnte man es auch nennen. Ja, und über solche, diese London School of Economics, die es schon länger gibt, daraus entwickelt haben sich dann auch sowas, wir nennen es heute Think Tanks. Ich weiß nicht, das Wort ist irgendwie auch, wahrscheinlich kommt es auch von denen, ich benutze es eigentlich ungern, aber mir fällt kein besseres ein, also diese Denkfabriken. Das hier ist eine der ganz alten und bekannten, das ist Chatham House. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, Chatham House, so heißt eigentlich das Gebäude, wo das drin ist und so spricht man salopp von Chatham House. Was es aber eigentlich ist, ist hier, da steht es auch, glaube ich, das Royal Institute of International Affairs. Das ist im Grunde genommen die englische Schwester von dem Council on Foreign Relations, den ihr bestimmt schon gehört habt. Ich meine, das ist eine der ganz wichtigen amerikanischen Thinktanks. Und so arbeiten die miteinander. Sie sind an den Universitäten und die Elite von den Universitäten wiederum, die formt diese Thinktanks, die stehen da noch drüber. Die geben so ganz groß die Agenden vor und die Strategien. Und so verbreiten die sich, ja. Und wir reden hier wirklich von den ganz großen und einflussreichen Organisationen. Ich habe euch auch schon hier erwähnt, jetzt UNESCO und UNO. Und da gibt es auch noch eine interessante kleine Geschichte. So. Es gibt in New York City, in Manhattan, gibt es eine kleine Nachbarschaft, die heißt Turtle Bay. Schildkrötenbucht. Turtle, haben wir schon gehört. Turtle ist Fabianer. Ich meine,
Die Fabianen haben sich auch noch Turtle genannt. Das heißt ja erstmal nichts. Aber es ist tatsächlich so, in dieser Turtle Bay in Manhattan, da hat schon um die Jahrhundertwende, gab es da schon so eine kleine Kolonie von Fabianern. Wie gesagt, diese Fabianer oder auch diese Fellowship of the New Life, die haben auch in Kommunen gelebt und das so versucht, so in ihrem Leben umzusetzen. Echt interessant auch. Und die haben dort so, also in Turtle Bay, so eine kleine Fabianer-Kolonie gehabt. Nun hat sich halt New York in den letzten 100 Jahren mächtig entwickelt und irgendwie diese Immobilien dort, Manhattan, sind natürlich sehr, sehr mächtig geworden. Und hier guck mal, was heute auf Turtle Bay, also Turtle Bay Manhattan steht. Da finden wir nämlich heute dieses Gebäude hier. Das ist Turtle Bay Manhattan. Kennt ihr, oder? Yes, das ist das UNO-Hauptquartier. United Nations Hauptquartier. Es steht heute noch in Turtle Bay in Manhattan. Fabians, ja. Und es ist tatsächlich so, jetzt Kenner von euch werden sagen, hey, aber warte mal, UNO, da wissen wir doch, das ist doch hier das Land vom Rockefeller. Und das hat doch Rockefeller, hat das doch, gehört es eigentlich. So. Und ja, das ist wahr. Aber eben auch diese, das ist es, diese großen Stiftungen, Rockefeller, auch Carnegie Foundation, so diese ganzen großen Superkapitalisten und Magnaten, die in Amerika da so um die Jahrhundertwende waren, auch die waren alliiert mit den Fabians. Weil diese Fabian Society, wie gesagt, das ist keine Arbeiterbewegung, sondern es ist Sozialismus, der von oben kommt, der von den Eliten kommt. Und natürlich fand es auch bei den Amerikanern, bei diesen großen frühen Kapitalisten, wie eben Rockefeller und so weiter, die hatten ein offenes Ohr dafür. Hey, das ist eine gute Idee. Weil letztens geht es ja nur darum, wie kann man diese Masse von Menschen, die Arbeiter, die einfachen Leute, wie kriegt man die irgendwie in ein Leben gepresst, damit die nicht Aufstände machen. Letztes Mal habe ich euch da erzählt, hier von den Aufständen, die schon in der Antike gab. Ja, rund um Brot und Spiele, weißt du, so Nika-Aufstand und so weiter. Das ist immer die Sorge, die Herrschaft hat. Wenn das Volk zu unzufrieden ist, ist es blöd. Und es ist so schwierig, das Volk zufriedenzustellen. Also doktern wir so lange an dem Volk rum, dass das Volk einfach gar keine Bedürfnisse mehr hat. Beziehungsweise die noch Bedürfnisse haben, die werden wir in Zukunft vielleicht sogar ausmerzen, umbringen, beziehungsweise durch Eugenik und Sterilisation schauen, dass solche Menschen gar nicht mehr entstehen, sondern dass wir wirklich so eine Drohnenklasse haben oder sowas, die Klappe hält und brav ihre Arbeit macht. Das ist natürlich für jemanden wie Rockefeller ein super Plan. Oh ja, yeah, das ist echt genau, was wir wollen. So. Und so sind diese Einflüsse da. Und das ist kein Zufall, dass dieses Gebäude genau dort steht, in Turtle Bay, Manhattan. Ne? Denn all diese großen Agenten, die heute auf uns gelegt werden, die von dort kommen, von UNO, UNESCO, wir haben ja schon einige angesprochen, Agenda 2010, wie hießen sie alle, wo es um Nahrungsergänzungsmittel geht, wo es um Heilkunde geht, alles, das sind alles ja Eingriffe ins absolut Private. Wir wundern uns mal, was geht das denn überhaupt irgendjemand an, was du in deinem Garten anpflanzt? Ich meine, weißt du, ey, welche Kartoffel, welcher Apfelbaum, das ist doch alles, das geht doch überhaupt niemandem was an, das ist doch dein Garten, das ist einfach der Welt. Das kommt von dort, das kommt aus dieser Denkweise raus, es gibt kein Privates mehr. Ja? Und zum Beispiel auch so ein Begriff, den wir heute ganz, ganz oft hören, Sustainable Development, nachhaltige Entwicklung. Das klingt super, da bin ich voll dabei. Das klingt ja so wie, lass uns nicht einfach die Ressourcen so nur verschwenden, sondern nachhaltig sein. Ja, natürlich, das sage ich auch. Aber wir müssen so aufpassen, weil das ist auch wieder, das ist genau wieder so ein Fabian-Ausdruck. Nachhaltige Entwicklung. So agieren die. Und das ist super wichtig für uns auch zu verstehen, dass wir uns, es gibt so viele interessante Themen, denen wir uns widmen, denen sich auch die Fabianer widmen und wo sie dann Leute einfangen. Und tatsächlich auch einiges von dem, was ich hier anspreche, könnte man meinen, hey, der Stoner, der spricht die Sprache der Fabianer oder so, weil eben die Fabians auch viele von diesen Themen aufnehmen. Aber es ist ja klar, weil sie stellen sich nicht hin und sagen, hey, ihr seid Low-Life-Scum und wir werden euch regieren. Natürlich machen sie das nicht. Sondern sie tarnen es. Wir reden dann auf einmal von, oh ja, Nachhaltigkeit. Wir müssen die Erde retten. Deswegen sind es vielleicht so viele Menschen. Und solche Dinge. Grüne Revolution, diese ganzen Ideen, weißt du, über Umweltschutz. Der Mensch ist das Problem. Das ist Fabian-Ideologie. Das ist Fabian-Ideologie, wie sie uns reingedrückt wird. Ja? Und da müssen wir so auf der Hut sein. So, ja? Das sehen wir da immer wieder, auch gerade in diesen grünen Revolutionen. Ja? Das ist eine von den Fabian-Strategien. Hier nochmal, genau, weil ich auch nochmal sagen wollte, es sind so viele auch aktuell, weil wir hatten vor diese alten, schrulligen Käuze aus dem 19. Jahrhundert, aber ich meine, es sind aktuell so viele Leute in dieser Fabian-Society. Einer der bekanntesten ist er hier. Mensch, wie ist er jetzt gleich nochmal?
hier von den Engländern hier, der englische Premierminister. Tony Blair, danke dir. Siehst du, sehr gut. Es ist einfach gut, hier zu arbeiten. Ja? Genau, Tony Blair ist es. Danke dir. Tony Blair. Aber es sind so viele. Juncker habe ich schon genannt. Aber auch mittlerweile eben nicht mehr nur in diesem angelsächsischen Raum, sondern seit dem Zweiten Weltkrieg ist es ja international, bei uns in Globaleuropa. Diese Fabians, die stecken in so vielen Dingen drin. Natürlich in England ganz stark in dieser Labour Party, also die vermeintliche Arbeiterpartei, obwohl es keine Arbeiter sind. Aber wenn man das versteht, dann weiß man auch, woher diese Politik kommt von solchen Leuten, die gar nichts mit Arbeitern zu tun hat. Das ist keine Arbeiterpolitik, das ist nur der Schafspelz, der Leuten hingehalten wird. Hey, wir sind Labour Party und so, im Interesse der einfachen Leute, das stimmt nicht. Das sind Fabianer, also. Und er ist einer der bekanntesten hier, wunderbar, wie er da posiert hier an seiner Alma Mater, an seiner Universität. Ja, und einer von den großen Tricks, wie die halt arbeiten, sie haben eben über Kultur, sie haben ihre Menschen, ihre Leute in aller Welt. Gerade in den ärmeren Ländern, da werden ganze Gesellschaften, ganze Riesenländer, ganze Kontinente werden so auf so eine sozialistische, kollektivistische Wirtschaft gefahren. Und sie haben halt ihre Netzwerke aufgebaut. Über ihre Schulen, aber eben auch über diese großen Organisationen bis hin zu UNESCO, UNO. Das sind alles so gegründet in diesem fabianischen Geiste. Von Eugenik und so weiter. Ja. Und eine von den großen Druckmitteln, die man halt heute auf uns, also einer von diesen Hebeln, die man auf uns ansetzt, das ist eben die Frage der Nachhaltigkeit. Und es wird halt die Mehr gegeben, ja, der Mensch ist böse, der alte Mensch, der New Life, der transhumanistische Mensch, den sie dann züchten, ja, der macht dann kein Problem mehr für die Umwelt. Aber jetzt ist der Mensch böse, mit seinem Freiheitsgedanken, möchte einfach mit dem Auto rumfahren oder macht alleine einfach sein Feuer im Winter und so, das geht doch nicht, ja. Jetzt kommt der ganze Druck auf den Menschen. Einer der Hauptdrucks ist diese Safe-Earth-Geschichte. Und das hier ist aus einer englischen Zeitung. Ja, das ist eine englische Zeitung hier, eine Tageszeitung. Ihr seht, das ist aus Papier, Print. Ja. Und allein die Überschrift hier. New World Order to Save Earth. Mehr braucht es eigentlich nicht, oder? Das zu verknüpfen. Neue Weltordnung ist verknüpft mit Rettung der Erde. Ja, irgendwann wird es so sein, wenn du da nicht mitspielst. Dann kann man genauso argumentieren, und diese Argumente gibt es jetzt schon. Es wird jetzt schon argumentiert, es gibt Klimaleugner. Wenn du das leugnest, dass das Klima sich wegen dem Menschen wandelt, ja, dann kann man dann irgendwann sagen, hey, solche Leute, also jemand, der den Klimawandel leugnet, den muss man ausmerzen, weil der ist asozial, der ist gegen das Leben. So wird es genau umgedreht. Ja. Und ich meine, wenn man das so sieht, dann erscheint es ja fast noch lächerlich, was wir zu Anfangs der Sendung gemacht haben, dass sich da jetzt Leute im Bundestag jetzt Gedanken machen über das Tätowieren von erwachsenen Menschen. Das erscheint da noch lachhaft. Aber hier reden wir dann schon über größere Dinge, weil wenn du, weißt du, irgendwann wirst du vielleicht nicht mehr entscheiden können, ob du dich tätowieren darfst oder nicht, oder dich irgendwie pierst oder einen Tunnel ins Ohr steckst oder was auch immer. Irgendwann wird entschieden, wie ist es denn, darfst du überhaupt Auto fahren? Oder darfst du dich vermehren? Darfst du freie Sexualität haben? Hast du, darfst du das? Und das wird dann Schritt für Schritt weggenommen. Und ich meine, das ist, warum ich eben dieses so einleiten, einfach nur, weil es ganz aktuell ist, diese Tattoo-Geschichte gebracht habe, weil es mir nur zeigt, es ist wieder eigentlich so ein kleiner Schritt. Und klar, jetzt könnten wir uns aufregen und sagen, nein, nein, nein. Und dann, okay, gut, dann regeln wir es mit den Tattoos dann doch nicht. Aber, weißt du, wenn zu viel Aufregung ist, zieht man es halt zurück, aber dann macht man das Nächste. Es ist wir sind in einer jahrzehntelangen Entwicklung von Kollektivismus. Und ganz grundsätzlich hat doch eigentlich kein Staat irgendwie das Recht, dir als erwachsene Menschen zu sagen, wie du zu leben hast. Also ich bin jetzt nicht ein totaler Antistaatler oder so. Also da, wo wir heute stehen, glaube ich schon, dass es so eine Grundstruktur vielleicht hilfreich ist. Ja, aber mein Ziel ist immer, so wenig Staat wie möglich. So wenig Staat wie nötig. Aber hier Fabians gehen in eine total andere Richtung. Und das ist der Trend, in dem wir gerade drinstecken. Immer noch mehr Regulierung. Die Leute merken es gar nicht mehr. Sowas wie diese Tattoo-Nachricht, wenn du das vor 100 Jahren gebracht hättest. Die Leute hätten die gar nicht realisiert, den Kopf geschüttelt, gelacht. Was denkt die sich denn? Die hätten die ausgelacht. Und wir denken uns immer, ja, damals war aber Kaiser und da war auch Autorität. Ja, klar, da war schon Kaiserzeit, musst du schon aufpassen, was du sagst. So. Aber diese Eingriffe in dein privates Leben, die waren damals viel weniger als heute.
Tatsächlich haben wir da heute, wir haben viel mehr Regulierungen als damals. Und, wir haben, und wenn es noch weiter zurück ist, wir haben heute viel mehr Regulierungen als vor 1000 Jahren oder sowas. Wo man immer meint, ja, Mittelalter. Ja. Aber da waren die Menschen mit Sicherheit freier als jetzt. Jetzt haben wir diese Überregulierung. Es geht dann selbst in so bizarre Sachen rein wie Tattoos. Aber das ist noch die harmlose Sache. Es ist all dieses Step-by-Step. Und wir sind mittlerweile schon so weit fortgeschritten, dass Menschen werden dort reingeboren, wie ich ja auch. Also wir sind in diese moderne Welt reingeboren. Wir kennen das gar nicht mehr anders. Und wenn du jetzt heute mit Leuten redest über Freiheit, die Leute wissen gar nicht, was damit gemeint ist mit Freiheit. Bist doch frei. Kannst doch wählen. Also bist doch frei. So. Aber wir haben unglaublich viele Regulierungen. Wir haben unglaublich viele Einschränkungen. Und die gehen in privateste Bereiche rein. So. Und das vielleicht echt noch zum Abschluss, weil das auch einfach fundamental zeigt, so diese Unterschiede. Wir sind im Grunde sind jetzt bei Staatstheorie angelangt. Politische Theorie. Was ist überhaupt ein Staat? Und der Staat, den die Fabianer so herbeirufen, ist eben ein kollektivistischer Staat. Und es ist auch letztens kein Unterschied zwischen, oder ich will es anders sagen, Stalins Russland war genauso kollektivistisch wie Hitler-Deutschland. Beides ist Sozialismus, beides eine Art von Kollektivismus. Da geht es eben nicht darum, dass du individuelle Freiheiten hast. Während umgekehrt es eben auch diese Tradition gibt, dass der Staat nur eine einzige Aufgabe hat, nur eine einzige Daseinsberechtigung. Und das ist die Freiheit und die Rechte des Individuums zu schützen. So steht zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung. Das sind fundamentale Unterschiede so in Staatsauffassung. Zum einen, der Staat schützt die Freiheit und die Rechte des Einzelnen, damit nicht einfach irgendwie Leute kommen können und dich wegschubsen. So. Nee, weißt du? Das ist es. Aber die andere Vision ist eben dieser Leviathan, dieser Riesenstaat, dieser totale Staat, der dann irgendwann echt in alles eingreift und alles reguliert und du wirklich nur noch reduziert bist zu einer Drohne, so eine Art Arbeitsinsekt oder so, ein Minion. Und das ist, was sie da für uns dann vorgesehen haben. Und da kann ich nur sagen, noch ist es nicht so weit, dass der Topf am Kochen ist, aber ich bin einer von den Fröschen, die schon rausrufen, hey Leute, die kochen uns hier ab. Und das geht Schritt für Schritt. Und wie können wir uns dem lösen? Was ist da die Medizin dafür? Wie ich es immer sage, wie es wahrscheinlich echt in jeder Sendung sagst, so, schau auf dich selber, so, stärk dich selber. Das ist es. Erkenne dein Individuum, arbeite an dem. Jeder sollte sich selber stärken. So. Und dann, wenn du selber in einer Position bist, wo du dich wohlfühlst in deiner Haut und wo du im Gleichgewicht bist, dann bist du bestimmt auch jemand, der für die Gemeinschaft auch seinen Beitrag leistet und dort ein guter Mann ist. Und wenn du dich wirklich komplett zurückziehen willst, auch die Option sollst du immer haben. Dann geh in die Höhle, geh in Klausur. Das ist alles okay so. Aber was wir nicht brauchen, ist eben so ein von oben kommandierter Sozialismus, der nur für die alle gilt, die unten stehen. Und die müssen alle gleich sein. Und wer da ausschert, auf den wartet die humane Gaskammer dann, wie sie George Bernard Shaw vorher gesehen hat. Ja, und ich meine, jetzt hier können wir das auch schön sehen. Ja, das kennt ihr auch alle, Georgia Guidestones. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Fabianer die Guidestones gebaut haben. Ja. Ich weiß es auch nicht genau, wer die gemacht hat. Gibt es auch so ein paar Geschichten. Aber es ist halt derselbe Geist. Das ist der in Stein gemeißelt sozusagen, immer dieser fabianische Geist. Klingt auch alles ganz gut erstmal. Sustainable, weißt du, damit die Erde auch zukünftigen Generationen bewahrt bleibt und so. Und Bevölkerungsreduktion, Eugenik. Das ist, wofür sie stehen. Und wenn man aber guckt, wo kommt das Ganze her, dann landen wir da wieder im 19. Jahrhundert. Da landen wir bei diesen schrulligen Typen, bei okkultistischen Szenen, bei Spiritisten, bei Leuten, die da ihre Mescaline-Experimente gemacht haben und diese ganzen komischen Sexualforschungen und sowas. Diese ganze 19. Jahrhundert-Denkweise. Das ist, damals wurde es ausgesät und wir sind heute mitten in der Ernte. Um uns herum wächst überall schon nur noch das, was die damals ausgesät haben. Und das ist so dann die moderne Variante. Und ich meine, wenn diese Entwicklung weitergeht, was ich allerdings nicht glaube, weil hey, allein dass wir hier jetzt sind, dass ich zu euch spreche und dass so viele von euch ja auch zuhören,
zeigt mir ja schon, dass da ist was am Aufwachen. Wir sind eben nicht Minions und wir brauchen auch kein New Life. Wir sollten erstmal überhaupt zu unserem Leben wieder zurückfinden. Ja, und das passiert jetzt gerade. Also da sehe ich glaube nicht, dass es diese Entwicklung so weitergeht. Aber wenn sie so weitergeht, wie sie jetzt die letzten 100 Jahre genommen hat, und wenn es nach den Leuten geht, dann haben wir in ein paar Generationen haben wir keine Freiheit mehr auf der Welt. Dann gibt es vielleicht eine kleine Oligarchie, die können machen, was sie wollen, aber der Rest der Menschen, der wird halt in einem sozialistischen Zwangsleben leben, was natürlich human sein wird. Klar. Und was nett sein wird. So ein bisschen so wie bei Aldous Huxley, die schöne neue Welt. Gibt es vielleicht auch die passenden Drogen, wenn du wirklich dich nicht wohlfühlst oder da irgendwas in deinem Herzen aufbegehrt. Hey, da haben wir gleich die richtige Medizin, trinkst du das und alles ist wieder Sonnenschein. Aber ist keine Freiheit da. Und letztens ist auch so eine, das ist, möchte ich halt da auch sagen, es ist halt, letzten Endes ist das nicht sustainable. Das ist nicht nachhaltig, weil diese Leute die kommen nicht aus einer ganzheitlichen Position, die kommen aus ihrer Ideologie. Das ist eine Idee, das sind Ideologen. Das sind Ideologen und die drücken ihren Wahn der ganzen Welt rein. Das ist so, und jetzt habe ich mein letztes Bild hier, wir kommen jetzt zum Schluss hier. Den kennt ihr alle, das ist Karl-Marx-Monument in Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt. Und warum ich das hier so passend finde, überhaupt auch aus Kunstwerk passend finde, und ich lebe ja in Chemnitz und das ist, ich finde, das gehört auch einfach hin. Das ist, weil das... Was sehen wir denn eigentlich? Wir sehen nur einen Kopf. Ja? Ein Kopf von einem bärtigen Mann, so typisch 19. Jahrhundert, weißt du, diese ganz Gelehrten haben alle so ausgeschaut. So wie der Alice vorher auch so ausgeschaut. Ja? Nur Kopf, bärtig, dieser strenge Blick auch, strenges Gesicht, männlich. Ja, und das war's. Da ist kein Herz, da ist kein Bauch, da ist keine Weiblichkeit drin, da ist keine Kindlichkeit drin. Das ist nur Kopf. Der Mann war nicht dumm, Karl Marx war nicht dumm, diese Fabianus war auch nicht dumm. Darum geht es gar nicht so. Aber es ist halt nur Kopf, es ist nur Ideologie. Und wenn etwas nur aus dem Kopf kommt, eine reine Kopfgeburt ist, dann ist es nicht ganzheitlich. Und ich meine, Leute können auf ihrem Kopftrip sein, aber es ist tatsächlich eine riesen Herausforderung für jeden Einzelnen von uns, nicht in den Kopftrip von anderen Leuten irgendwie sich mitreißen zu lassen, sondern es geht um was Ganzheitliches. Ja, es geht auch um den Bauch, auch die Gefühle, auch das Erdige, auch Herz, Fühlen und all diese Dinge. Aber das ist nur Kopf, das ist reine Ideologie. Und ich meine, das kommt aus dem 19. Jahrhundert und es wäre jetzt echt mal Zeit, uns von dem zu emanzipieren, also uns da zu lösen davon, uns frei zu machen davon, von diesen fabianischen Denkweisen, die halt totale Erziehung sind und die letzten Endes halt den Menschen keine Freiheit geben. Warum? Weil wenn du ganz tief runtergehst, ist es halt ihr Weltbild. Letzten Endes vertrauen sie den Menschen nicht. Sie vertrauen dem Leben nicht. Letzten Endes sind sie eben doch, das ist die moderne Variante, der moderne Ausdruck von dem, was ich gerne immer, obwohl es zitiert ist von Webster Tarpley, weil es eben, das ist der Ausdruck, der moderne Ausdruck der No-Soul-Fraction. Sie trauen den Menschen nicht, weil der Mensch hat keine Seele aus ihrer Sicht. Der Mensch ist halt nur materiell, irgendwie ein Klumpen Dreck. Und dementsprechend wird er behandelt. Gnadenlos, geschmiedet, geknechtet, umgeformt. Die Welt, der Mensch, Transhumanismus, aber das ganze Leben. Es geht um die ganze Erde. Und das ist der Trip, auf dem die drauf sind. Und genau an diesen Fronten bewegen wir uns heute. Jo, ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspirieren können. Hat euch vielleicht ein paar von diesen Zusammenhängen aufzeigen können. Ist es denn überhaupt so weit gekommen, dass heute sogar darüber gesprochen wird, ob du als erwachsener Mensch dich tätowierst oder deine Ohrring stechen lässt oder nicht. Ja? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert, mal ein paar neue Informationen dabei. Wenn ja, kommentiert wieder fleißig. Freut mich jedes Mal, wenn es da auch kontroverse Diskussionen gibt und gute Argumente und gute Punkte. Seid lieb zueinander, weil das auch das, weißt du, wer Selbstvertrauen hat und wer stark ist, der muss auch nicht permanent auf die anderen draufhauen. Dann kannst du auch mal so anders einfach stehen lassen. So okay. Ja, und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt, unterstützt uns weiterhin. Es ändert sich gerade ziemlich viel bei uns, aber zum Guten. Also wir jetzt haben wir ein bisschen Sommerpause gehabt oder ich habe mir ein bisschen Sommerpause genommen. Aber wir gehen jetzt volle Kraft voraus und haben einiges vor und würde mich freuen, wenn ihr uns da gewogen bleibt, wenn ihr uns dabei begleitet und unterstützt im Namen der Liebe. Der Liebe zum Leben, ja, weil das ist es, was den Leuten eben fehlt. Ja.
Ist kein Herz da. So, damit verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit euch.